Moin Leute und herzlich willkommen. Ich habe hier mein Paket bekommen, was ich auf Amazon bestellt habe. Und zwar ist das der Megasort, den ich bestellt habe. Und ich wollte ein Unboxing machen. Und ja, ich wollte das mit euch mal zusammen auspacken. Ich habe den da bestellt auf Amazon, der sollte erst am 15. kommen. Und habe dann heute gesehen, dass der gestern abgebucht war und heute ankommen soll. Und dann hat es heute gerade vorhin geschellt. Ja, und hier ist das gute Stück. Und jetzt packe ich das mal mit euch aus. Da, 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 da. Eine Hand ist das immer schwierig, das irgendwie auszupacken. Kurz gucken. So Leute, das ist die Verpackung oder die Box. Die sieht schon richtig geil aus, muss ich sagen. Das ist der Sort Ascension Projekt hier. Der Dino Megasort von Power Rangers, von Lightning Collection, von Hasbro. Und so sieht das aus, das ist die Verpackung. Ich hatte früher als Kind, was heißt, ja, früher, auch einen gehabt. Ja. So, hier ist er schon mal abgebildet. Der Dingsbums hier, der T-Rex. Dann ist hier der Mastodon abgebildet, der Pterodactyl, der Triceratops und der Sabertooth Tiger, also der Säbelzahntiger. Jetzt gucken wir mal die Rückseite der die Verpackung an. Da sehen wir dann auch noch mal die Einzelheiten. Man kann den ja auch auseinanderbauen und so zusammensetzen. Schaut mal her. Guck mal hier. Boah, das sieht richtig geil aus. Diese Struktur hier. Mega. So, ich pack mal das gute Stück irgendwie aus. Ich drehe mal den Karton. Er ist noch zu. Moment. So, die Umverpackung ist auch ab. So sieht das Ganze dann aus. Boah, das sieht richtig mega geil aus. Hier ist sogar ein QR-Code. Könnt ihr den abscannen, wenn ihr möchtet. So, und dann die Rückseite. Oh, das ist ein Metallic-Rot hier, so Lackfarbe hier, Metallic. Boah, der Karton. So, dann versuche ich mal den Karton aufzumachen. So, schaut euch das bitte mal an, im Karton selber. Golda. Megasort kämpft gerade gegen Golda. Boah, das sieht auch richtig geil aus. Richtig heftig. Boah. So, und das sind die Kartons. Boah, das sieht auch nochmal Spitzenklasse aus. Das hatte so einen 3D-Effekt irgendwie. Boah, das fühlt sich auch richtig geil an hier. Schaut euch das an. Boah. So, dann öffne ich immer die Kartons. So sieht das Ganze dann aus. Alles schön in Papier eingepackt. Richtig geil. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Also, wie gesagt, groß ist die Figur nicht. Hier ist auch eine Anleitung drin. Da gucke ich gleich auch noch mal rein. Und ich sehe hier gerade was richtig Geiles, was ich hier schon liegen habe. Ich pack das mal aus. Boah, das ist ein Schwert. Richtig edel sieht das aus. Das schön glänzt.
Boah. Mit dem Gold, die Verzierungen hier. Boah. Schaut euch das an. So, ich habe mal ausgepackt. Also, ich habe auch YouTube-Videos gesehen. Da sah der richtig größer aus. Ne? Der ist gar nicht so groß. Ist nur so eine kleine Figur. Anscheinend. Größer ist er nicht. Auch wenn man den transformieren möchte, größer wird er nicht. Der sieht richtig gut aus. Schaut euch das an. Das Beste ist, hier ist alles bedruckt, sind keine Aufkleber. Früher musste man das alles aufkleben, auch die Seiten hier. Das ist alles bedruckt hier. Ich guck mal gerade. Die Beweglichkeit, ich kann das schlecht hier halten. Sein Mund hier. Den öffnen kann. Ja, man kann den Mund öffnen. Aha, was verbirgt sich denn da drunter? Kann man schon sehen, da verbirgt sich der Megazord. Weil das sieht richtig geil aus. Die Hände, die fühlen, sie weiß nicht, ich guck gerade mal. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so rumwackel. Ich halte das hier gerade mit einer Hand hier. Das ist richtig nice. Ich zeige euch jetzt mal die anderen Figuren. Jetzt mal ein bisschen transformiert sein Kopf. Also man muss aufpassen, sein Kopf sitzt auch auf so einem Balljoint. Man kann hier seinen Kopf bewegen. Boah. Man muss halt aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Früher, ich hatte damals gehabt hier die Deluxe-Figur hier. Die Kinderspielzeugfigur. Von damals noch. Der war ja um einiges größer. Ja, und wie gesagt, jetzt kommen mal die anderen Figuren dran, die ich euch zeige. Apropos hier. Ist die Bauanleitung von diesem Pterodactyl, wie man den auseinander macht. Und darunter ist hier der Triceratops. Und dann kommt hier der Sabertooth Tiger. Und ja, das habe ich euch gar nicht gezeigt hier. In jedem dieser Figuren hier. Mastodon, Triceratops, Sabertooth Tiger, Pterodactyl und den T-Rex. Da gibt es jeweils so ein Cockpit innen drinne, wo die Figuren drin sind oder gekennzeichnet sind. Hier gibt es auch Minifiguren zu. Zeige ich euch auch gleich mal. Ich habe ihn euch jetzt nochmal zurückverwandelt. Und zwar hier oben auf sein Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Gibt es eine Klappe, da sitzt der drinne, der rote Ranger. Da kann man den wieder zuklappen. Das ist minimal hier. Ganz kleine Klappe ist das über seiner Schnauze. So. So, und das ist der Sabertooth Tiger, meine Damen und Herren. Also der sieht auch richtig geil aus. Der hat richtig lange Stoßzähne hier. Reißzähne, nicht Stoßzähne, Reißzähne und ja, die Arme kann man bewegen. Oben, sein Körperteil ist hier beweglich hier in dem Gelenk. Da ist so ein Gelenk drin, ne? Oben, da könnt ihr das sehen. Das ist hinten der sein Schwänzchen, den kann man frei bewegen hier. Das sieht richtig geil aus, also schaut euch an. Dann packe ich mal die nächste Figur aus. Wie gesagt, ich kann also nicht schlecht hier halten hier. Das ist alles beweglich hier. Beine,
die Füße jetzt nicht, aber der hat auch noch Gelenke hier in dem Bereich, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Weil hinten die Beine kann man bewegen. Da könnt ihr es sehen. So Leute, schaut euch das mal an. Das ist der Triceratops oder Triceratops. Ich habe gerade mal die Seitenteile rausgezogen, wenn man das stark erkennen kann. Oben hat er hier sein Blaster. Das ist auch noch mal geil. Boah, das sieht. Schaut euch das an. Boah. Und der hat hoffentlich Räder unten runter. Nee, nicht, ne? Okay. Aber es rollt sich halt wie so eine Walze unten drunter. Das sieht richtig geil aus. Den Kopf kann man auch noch mal drehen. Boah, voll beweglich, die Figuren. Boah. Was die Hörner, die sind, weiß nicht, auch aus irgendeinem gummiartigen Material hier. So Plastik-Gummi-mäßig. Die kann man so ein bisschen biegen. Das sieht richtig stark aus. Boah, Wahnsinn. So, jetzt kommen wir mal zur nächsten Figur. Das wäre dann der Mastodon, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Mastodon, der sieht auch richtig prächtig aus, ey. Schaut euch das an, alles bedruckt hier. Richtig nice. Und er hat hier hinten sogar auch dass die Arme nicht frei sind, hier hinten so Klappen drauf gemacht. Einfach, dass das halt so versteckt ist. Das ist auch nochmal gut gemacht. Und vor allem dieser Übergang hier, das ist, bei dem anderen war das ja irgendwie unterteilt, so mit Grau und Schwarz. Das sah, glaube ich, gar nicht gut aus. Aber das ist hier alles schwarz. Oh, Wahnsinn. Krass. Was kann man denn bei den Mastodon hier? Kann man den Rüssel verändern hier ein bisschen? Ich guck gerade mal. Na, so eine leichte Beugung hat er drin, aber man kann nicht viel machen hier mit dem Rüssel. So. Und zum Schluss kommt noch der Pterodactyl. Den zeige ich jetzt euch auch nochmal und dann werde ich euch zeigen, wie man die Figur zusammensetzt. So, ich habe gerade mal noch was ausgepackt in einer kleinen Tüte. Das war alles extra. In der Tüte sind auch diese Hände, die offenen. Die sitzen auf so Balljoints, habe ich eben auch schon gesagt. Der Kopf saß auch auf so einem Balljoint. Das könnt ihr sehen, hier ist die andere Hand. Das sieht richtig. Und das sind die Raketen, wohl auch die Füße, sowohl auch die Füße vom Pterodactyl. Die ihr sehen. Ja, und wie gesagt, das dient ja auch als Brustpanzer für den Megazord, für den Deino-Megazord. Könnt ihr mal gucken hier. So sieht das aus. Ich mach den mal vorsichtig auseinander. Puh, nicht, dass da irgendwie was kaputt geht. Warte mal. Also da habe ich den mal auseinander gemacht. Also wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Teilen, nicht, dass er die kaputt macht. Das ist alles sehr filigran. Nicht, dass er da irgendwas abbricht oder kaputt macht. Na, jetzt stelle ich hier dieses scheiß Band wieder hier. Also das sieht. Schaut euch das an. Richtig geil. Und hier das Endstück kann man nämlich auch noch bewegen. Also so soll das Ganze dann aussehen. Ich habe das jetzt mal dran gebaut.
Da könnt ihr das Endstück auch noch bewegen, dann könnt ihr den so hinstellen. Also das ist richtig nice. Ich weiß gar nicht, in welcher Form wir den dann zusammenbauen werden. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Also ich glaube, wir bauen erstmal die erste Form zusammen. Und dann, wie der sich dann halt in diesen Megasort verwandelt. Das können wir danach nämlich noch machen. Und das werde ich dann auch erstmal tun. Weil ich habe hier auch gesehen, hier bei dem, da gibt es so ein Endstück hinten, da kommen die rein. Also hier bei den T-Rex unten, ich weiß nicht, wie ich euch das jetzt zeigen soll hier. Schwer zu zeigen hier mit einer Hand. Warte mal, kriege ich das denn jetzt hin? Warte mal, ich zeige euch das gleich mal. Wenn ihr das hier sehen könnt. Wenn man unten die Kniescheiben öffnet, da sind so Pins drinne. Mal, so sieht man das besser. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Hier, das habe ich euch auch nicht gezeigt hier vorhin bei den T-Rex. Die Beine, die sitzen auf so Ratchet Joints, wenn ihr mal hört. Das knatscht ganz schön. So, ich habe den jetzt mal so weit vorbereitet. Das war ein bisschen Friemelarbeit, hier die Sticks hier rauszunehmen aus den Kniegelenken. Das war ein bisschen Friemelarbeit. Und ja, jetzt stecke ich den mal zusammen, so wie sich das eigentlich gehört hier. Ja, weiter war ich jetzt auch noch nicht. Ich habe jetzt gerade mal in die Anleitung geguckt und was mir aufgefallen ist. Da sollen ja noch die Minifiguren drin sein in den Karton. Die waren irgendwie gar nicht dabei gewesen in dem Inhalt. Es stand auch sogar auf der Packung, dass die da drauf sind, dass die auch eigentlich oder normalerweise dabei sein sollten. Jetzt überall geguckt. Karton war auch original zu, alles zugeklebt. Das Schwert, ne, das Wahnsinn hier, wie das glänzt. Ja, dann gucke ich mal, hier ist gerade die Anleitung. Ich gucke gerade, wie man das macht. Früher die Deluxe-Version, die ich hatte am Anfang, das war ja relativ einfach, wie man den zusammenbaut. Das ist hier ein bisschen Friemelarbeit, auch weil er so klein ist. Ich baue den mal so weit erstmal auf. Also wie gesagt, ich verwandle den jetzt in diesen Tank-Mode. Das sieht jetzt so aus, ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich das richtig. Ich denke schon. Sieht richtig geil aus. So, boah, ich bin richtig fertig hier gerade. Das ist so eine filigrane Arbeit hier, weil es auch das Ganze so klein ist. Schaut euch das mal an, was für ein Haken hier. Dieser kleine Nupsi da, der soll hier ohne in die Brustpanzer rein. Das ist eine richtige Friemelarbeit, sage ich euch. Ich habe das jetzt mal so weit vorbereitet hier. Also das. Guckt euch das an. Wahnsinn. Wie gesagt, das ist eine richtige Friemelarbeit, den da reinzubekommen. Die Arme habe ich jetzt soweit und alles. Das ist der Tank-Mode, wie man ihn kennt. Das sind noch vom Karton. Schaut euch das an hier. Ich versuche mal die Brust, den Schutzschild da irgendwie reinzukriegen. Weil das ist eine richtige Friemelarbeit, sage ich euch. Also wie gesagt, ich versuche das hier gerade mal hinzubekommen. Ich habe den Kopf jetzt mal nach oben gemacht. Also da haben die ein bisschen am Plastik gespart hier. Das ist auch ziemlich
kurz hier. Und das soll da rein. Ich versuche das die ganze Zeit da rein zu bekommen, aber das klappt irgendwie nicht, wie ich das möchte. Ich will auch nichts kaputt machen an die schöne Figur hier. Und gleich verwandle ich den mal in den Megasort. Das waren diese Teile hier vom Mastodon, die hier an den Seiten, wie man das sehen kann, die sind jetzt offen. Wenn man den wieder als Mastodon zurückverwandeln möchte, muss man diese Teile wieder drauf machen. So. So, und den da hinten, den Pyrodactyl, den habe ich hinten auch irgendwie drauf gekriegt. Also da muss man auch echt aufpassen. So, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass die Figur, was haben die gesagt? 1 zu 144 ist der Maßstab. Deswegen so eine kleine Figur hier. Ja. So. Aber das sieht schon nice aus, muss ich echt sagen. Ich versuche mal den Schild da irgendwie dran zu machen. Bis gleich. Ich melde mich dann nochmal. So, das hat doch irgendwie geklappt. Ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. So sieht das Ganze dann aus. Wie ich den da jetzt reinbekommen habe, weiß ich auch nicht. Also irgendwie hat es jetzt gerade geklappt. So. Normalerweise, wenn der sich dann aufrecht stellt, dann ist ja die Verwandlung da. Also das heißt, wir müssen vorne, boah, die sitzen ganz schön fest, die Kanonen wieder abmachen. Ja, jetzt fällt der, das meine ich nämlich, der sitzt gar nicht locker, gar nicht fest da drauf. Boah, der ist direkt jetzt abgefallen. Und zwar muss man hier die Füße nach oben nehmen, ich glaube den Kopf. Und hier bei dem Triceratops muss man den auch nach oben machen. So. So in einer sitzenden Position. Und dann stellt er sich ja aufrecht. Ich führe das jetzt mal irgendwie vor. So ungefähr. Ungefähr habe ich gesagt. Das waren die Ratchet Joints, die ihr gehört habt. So, und dann dreht man hier. Kann ich euch schlecht zeigen. Moment. So, so ähnlich habe ich das jetzt hinbekommen. Ich versuche jetzt den T-Rex-Kopf da rein zu machen. Das ist auch sehr schwierige Angelegenheit. Ich habe das jetzt so weit hinbekommen. Könnt ihr sehen, aufrechte Position. So, so habe ich den jetzt zusammengebaut. So sieht der jetzt aus. Und hier ist auch nochmal, das kommt dann hier in den, in diese Handschuhe rein, in der Hand. Da sind dann auch jeweils die jeweiligen Löcher dazu. Den kann man nämlich extra nochmal, rausnehmen, einmal den und einmal den anderen, dann können wir den so in die Hand stecken. Mit einer Hand ist das wieder so schwierig. So, meine lieben Leute, das ist fertig.